Bonjour, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test. Und wie Sie sehen können, spielen wir heute mal an der frischen Luft. Wir spielen oder testen heute ein Spiel, was vielleicht viele von Ihnen schon kennen, denn ein paar bekannte YouTuber haben das schon gespielt, aber ich noch nicht. Ich will nämlich heute ein bisschen golfen. Wir spielen Golf It und natürlich mit meinem berühmten Caddy Bernd. Ja, da fangen wir auch schon an. Ne? Auch schon ein bisschen Zeit vergeudet, Bernd. Ja, Caddy, komm. Das ist gut so. Ja, ich habe mich ein bisschen, ja, ne, draußen, ich weiß ja nicht, wie warm das da ist, ne? Bisschen angezogen, natürlich Golfhandschuhe angezogen und alles, bin bereit. So, ihr seht das ja schon, wir sind hier drin, Spiel erstellen. Ich fange mal an, es ist lange her, ja, irgendwas, Cooper, komm. Isn't it live, Isrille, select map. Wir fangen mit der einfachen Map an, denn ja, ist schon eine Weile her, wo ich mal das Let's Play gesehen habe. Grasland, Host, ja, mal sehen, wie viel Löcher wir schaffen. Das klingt nach einer alten oder der alten Bandzeit, aber wir sind ja hier jugendfrei, deswegen sage ich mal, fangen wir an mit dem Stoßen. Also ich weiß zumindest noch, dass man hier irgendwie nach vorne und hinten mit der Maus dann, wenn man irgendwie was gedrückt hat, dann so schießen kann. Aber mal sehen. Ich bin ja sehr gespannt drauf, da ich ja früher gerne Mario Golf 64 auf Emulatoren und dann auch mal wieder auf dem Original N64 gespielt habe. Deswegen reizt mich das auch ein bisschen und ja, wir werden sehen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei, egal ob ihr es schon von anderen Leuten gesehen habt. Ja. Band. So, dann probieren wir es nochmal. Und schwupps. Okay, das war nicht so gut. Okay, ich muss das vielleicht die... Na! Okay, okay, okay. Also mit dem Controller ist das ein bisschen anders gewesen. Also Mario Golf 64. Jetzt ein bisschen zärtlich. Ja, komm. Komm, komm. Das war das erste Loch. Das erste Loch ist immer... Ihr kennt es vielleicht, das erste Mal, ne? Das ist meistens eine schlechte Erfahrung. Also beim Golfspielen. Nicht, was ihr denkt. So. Ha! Ja, warte jetzt. Habe ich eigentlich mit Springen? War klar, belehrt hast du, oder? Das war jetzt wieder zu doll. Entschuldigung. Ja, nee, ist klar, ne? Ah! Leck mich da ums Code. Nein, 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 nein. Ich wollte. Ich habe jetzt gedrückt, wollte beim Drücken drehen. Man kann aber nicht mehr hin und her. Man kann nicht mehr hin und her. Wie gesagt, ich habe es einmal bloß getestet, wie die Steuerung ist und versammelt jetzt trotzdem. Ey, kann ich jetzt noch? Nee, jetzt muss ich Scheiße bauen. Na, das sieht doch hier, hm? Komm, jetzt komm von alleine. Oh Gott, die Golfer-Ehre wird gerade besudelt. So viel zum Thema der zweite Tiger Woods. Oh. Danke, danke, Bernd. Was sagst du dazu? Sagt mal wieder nichts, wa? So, gut. Vielleicht liegt es ja auch in den Handschuhen, ich weiß es nicht. Aber ich wollte ja so authentisch wie möglich sein. Wie es möglich ist. Ne? Das ist ja so. Okay, okay. Das ist,
Jawohl, und dann. Was ist denn das für ein Rasen? Ist das hier doppelseitiges Gafferband oder was? Komm, renn jetzt hier. Birdie. So, womit man denn hin? Es gab da irgendwo eine Taste, freie Kamera. Okay, ich hab geschummelt, ich hab mir die Tastenkombi kurz aufgeschrieben. Ich kenne das von anderen Streamern, die haben sich da mit der Taste verdrückt und mussten nochmal zum Anfang. Und wir wissen ja, wie das bei den Lichtstrahlen ja auch ist. Das ist ja quasi eine Reflexion, ne? Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Eigentlich. Bei normalen Flächen. Ist das hier farblich korrekt? So muss ich ein Stück vorhalten, oder? Ah, ich wusste es. Ich werde, hätte, Fahrrad. Kette. Bloop. Paar. Also mit Yoshi hat das besser geklappt. So, wir wollen ja nicht hier drüber hoppen, weil ich gucke gleich mal nach. Das war die Taste. Jetzt müssten wir. Wo müssen wir hin? Da ist es. Bin ich gut. Jetzt wieder zurück mit V? Ja. Sehr gut. So, wir dürfen nicht zu doll sein, springen bestimmt drüber. Komm schon hoch, komm. Oh, jawohl, komm, wir gehen wandern hier. Das wird ja nichts. Einen besseren Winkel? Nee, ne? Ja, leck mich doch, ey. So, spiele ich bestimmt besser. Hey, die Zeit ist um. Jetzt hängt meine. F. Ja, komm schon. 3, 2, 1 und ich hab's versemmelt. Das ist gerade, aber das wird mich natürlich, da ich eine leichte Schräge habe, darüber hauen, oder das wird mich wieder rüberhauen. Aber wir testen es einfach mal. Oh. Ja, ich muss mich an die Steuerung gewöhnen, weil ich bin sonst mit dem. Also, das ist jetzt ein. Ich hab da noch ein N64 Gamepad. Ah, gut, das dauert jetzt zu lange. Also, ich bin mit dem N64 Gamepad das gewöhnt zu spielen. Deswegen ist es ein bisschen. Ja. Komm. Ja, leck mich doch. So, da müssen wir hin, da müssen wir rum, da müssen wir num. Wie war denn das hier? Da müssen wir irgendwie. Okay. F. Denn hier sitzt man nämlich sehr gut, wenn wir das gerade behalten. Fickerle. Wenn ich nur mit der Stärke zurechtkomme, mit der Schussstärke. Attention. Aber springen hatte ich nicht, ne? Irgendwie. Liegt das an oder liegt das aus? Ja, nee, ist klar, komm. Alle Kinder stehen vor der Klippe, außer Peter, der geht noch einen Meter.
Okay, da geht's wieder runter. Deswegen sind wir mal vorsichtig und ich bin wieder zu vorsichtig. Na, roll rum. Gravitation, Gravitation. Boogie, ich boogie dir gleich in der Zahlstelle, weißt du? Also müssen wir eigentlich, wenn wir genau an die Kante schießen, das ist kacke. Ich probier's nochmal. Jetzt willst du nicht, oder was? Oder wie, oder was? Geht's da runter? Ja, scheiße. Vorher breche ich die Fällung mit ein, jetzt nicht, ist ja klar. Das ist aber kein Wembley-Rasen, Junge. Aber langsam gewöhne ich mich dran, langsam aus hier. So, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Auf die Junge, was man. Mut über Regel 7! Ja, das sieht schon mal gut aus. Kann ich springen? Nee. Weil man kann, ich glaube, mit der Leertaste muss man aber einstellen, da kann man springen. Dankeschön. 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 Was macht mein Nuppel hier? Was? Loch 11. Wir sind gut. Wir sind. Da ist ein Zwischendingens. Mal sehen, ich hab mal eine Idee. Ich wollte nämlich eigentlich auf das andere Spielfeld, um dann wieder zurückzukommen. Boogie. Für mein Albatros. Das ist meine Albatros-Chance. Das ist meine Albatros-Chance. Der V. Okay, dann berechnen wir mal die Windgeschwindigkeit, mal Abstand des Balles zum direkten Umfeld. Ja, okay. Wenn man Wind, wenn man testen will, aus welcher Richtung der Wind kommt, bitte vorher Handschuhe ausziehen. So, komm schon. Okay, es geht ein Stück hoch, da stehen die ganz gerade. Eagle! Hole in one! Jagadelic, baby! Ja, da muss man. Da muss ich auch wieder mal. Ha! Jetzt bin ich schlau. Ich hab einfach den Kack vorher angeguckt, ey. Bin ich cute oder bin ich cute? Ich sag's euch. Aber wenn ich hoppeln könnte, könnte ich hier durchhoppeln, ne? Ah, ich kann das Loch nehmen oder hier außen rum. Aber ich hab hoppeln aus. Also ich kann nicht springen. Also ich kann jetzt hier hoch, ja? Wie hoch geht das eigentlich? Also ich bin bei so Grafikzeug auch ein bisschen so. Tja, mach so einen Scheiß. Egal, da sehen wir das mal im Überfluss. Und wir wollen jetzt zur ISS abheben. Denn wir wissen, Alexander Gerst ist ja oben und ab Oktober ist er der erste deutsche Kommandant. Krass. Okay, wir wollen weiterspielen. Ihr habt ja recht. Shit, das ist aber fies. Das ist fies. Probier mal was, mal sehen. Nein, das soll. Na, ficken.
Warum bremst denn der so stark? Ich wollte, dass der wumm und wieder zurückrollt. Ja, komm, geh rein jetzt. Geh. Das ist das zweite Mal, wa? Ich sag's euch. Das nervt. Das ist kein Wembley-Rasen. Das kann mir keiner erzählen. Das ist Wembley. Jetzt wird mir warm. Ey. Das ist kein Wembley-Rasen. Ich weiß, sagen die Leute, der cheatet. Ist mir jetzt Rille. So, da draußen kommen wir nicht rum. Einfach wegen Sliders und wegen. Wir machen einfach, komm, blind drauf zu. Nee, leck mich. Jetzt hier F, komm. Noch ein bisschen mehr Schmackes und das wäre gut gekommen. Ich sollte wieder mehr Poolbillard spielen. Habe ich echt lang nie mehr gemacht. Ich lass mich überraschen, komm. Rüber, komm, rüber. Das ist es, rüber. Okay, wir wollen zum Mond auf. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Komm, jetzt. Ah! Die Musik ist jedenfalls elegant. Der läuft ja schon. Loch 16, ja, das schaffen wir doch. Alle Läge, ich habe immer Geld. Alle Läge mit ein bisschen Gummi, geht es. Da machen wir es uns so selber. Okay, das war nix. Da sind wir mal gekonnt, über das Ziel. Ach, jetzt kann ich ja. Über das. Ich bin auf meinen Taster auf meine Maus gekommen. Und Quinn, ich will das jetzt hinkriegen. Koste es. Was es wolle. Genau so wollte ich sagen. Sagst du, Bandy? So, jetzt wo muss mein Damm. Hä? Und ich kann nicht springen. Dann machen wir mal volle Kanüle. Bloß, dass wir an der Seite lang huppeln, würde ich sagen. Ja, komm. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war ein bisschen stack. Stack war das? Stack. Ja, ne? Das ist ja... cool. Bisschen mehr, das will ich jetzt schaffen. Da bin ich Kumpel wie Sau. Das war ein bisschen weniger. Das war ein bisschen zu viel. Das ist jetzt so wieder zu wenig. Das war ein bisschen zu viel. Das waren zu viele Versuche. Manchmal ein bisschen ehrgeizig. Zieht das eigentlich Versuche ab, wenn ich doppelt so viel, wenn ich selbst, habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, muss ich dann gleich mal gucken. So, dann müssen wir jetzt beim einen Versuch haben wir weg. Zwei. Ah, doch, doppelt scheiße.
Ja, jetzt doch. Yo, New Trail Unlocked. Was? Australien, oder was? Sag ich doch mal. Ich hab das vorher gesagt, bevor ich das gelesen hab, wa? Was guck ich denn dahin? Jo, super, ne, das war ja, ne? Jetzt aber hier. Das war ja echt geil, mal wieder. Ein geiles Let's Test, ne? Es ist eigentlich ein ganz cooles Spiel, also ich habe bloß mal kurz drüber geguckt. Also man hat hier noch einen Editor, den man bauen kann, aber da habe ich mich noch nicht reingefitzt. Aber dazu gibt es zum Beispiel geile Editor-Videos, ne? Also hier, da zeigt ein Movement, wie die Objekte man auswählen kann, was für Tasten man drücken kann und wie groß und wie rum. Es wird hier sehr gut erklärt, also man muss jetzt nicht hier bei YouTube eingeben, Goldfield Editor, Tutorial, was auch immer. Ist eigentlich ganz gut erklärt und man kann da eigentlich ganz coole Levels damit bauen. Ne? Ich mag ja so einen Scheiß, also so ein Zeug. Also das ist schon hier mit, was ich ja natürlich geil finde, Gravitation. Mhm. Pass auf. Ui, jip. Aber andersrum kannst du es natürlich auch machen. Das ist jetzt abstoßend, aber man kann natürlich... Zeig mal die Anziehung. Ach, jetzt stellt es um Minus, genau. Und da könnte man eigentlich ein geiles Sonnensystem-Level machen, wo man sich durch die Gravitation durchschwenken muss. Ja, das sind Ideen, die werde ich mal gucken. Wenn ich Zeit habe, werde ich mich da mal kurz reinfitzen ein bisschen und mal was probieren. Ne? Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es ist ganz lustig, dieses Spiel. Ich hoffe, ich kann das mal mit ein paar Leuten spielen. Der Tisch ist zwar nicht so der Fan von sowas, aber mir macht das schon ein bisschen Spaß. Ne? Alter Mario-Golfer, war ja auch sehr gut. Ich kann es euch ja nicht beweisen, also ihr müsst mir ja glauben, was ich euch erzähle. Aber es ist ja Rille, wir sind jetzt schon bei 22 Minuten. Das ist eine gute Zeit, um, würde ich sagen, Ciao zu sagen. Hier sind noch ein paar andere Let's Tests oder unser aktuelles World of Warships Video mit dem TH. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like oder ein Abo da. Und wenn nicht, dann wisst ihr. Cut it out.